Gewinnern und Platzierten zu den Erfolgen. Und wir kommen jetzt zu den Blindenburger und Olaf Benz ausscheiden. Da bitte ich Matthias nach vorn zum Wort vorlesen und Herrn Margert zur Preisüberleihung oder zu den Prämien. Wo sind die Prämien? Also Olaf Benz, Preisgestaltungswettbewerbe, jemand, der die Zeitfolge von 14,88 Sekunden möglichst, oder im Idealfall genau trifft, oder möglichst nah rankommt, und der schnellste Schütze ist. Am nächsten an der Time-Target mit 14,84 Sekunden war der Michael Kluge. Am zweiten Platz mit 14,83 Sekunden, also nur eine Hundertstel davon noch weg von Michael, war der Joachim Lehmann. Und der dritte Platz mit 14,74 Sekunden, ein Schütze, der üblicherweise schneller schießt, und zwar der Enrico Seck. Den dritten Platz belegt 14,74 Sekunden beim Olaf Benz Time-Target. Na wunderbar. Dann gibt es noch Preise für die jeweils schnellste, für die jeweils schnellsten Schützen. Und da fange ich mal mit dem zweiten Platz an. Das ist der Ulrich Jens. Und die schnellste Zeit beim Olaf Benz Time Target hat in diesem Jahr geschafft mit 3,14 Sekunden der Jens Ulrich. Das werden Sie jetzt hier. Preisträger. Das sind jetzt die Preise, die ich jetzt sage. Ja, das ist doch für dich, oder? Ich dachte, was sagt der Olaf? Besser tot als Zweiter. Hat trotzdem geklappt. Ach, er ist das rote Stück, ja. Besser tot als Zweiter. Was du doch mal gesagt, genau. Oder Enrico ist er. Wir haben schon Spaß. Der hat ja auch nicht schlecht, ne? Das ist so unbedingt. Jawohl, lange dauern wir noch. Das ist